Heute ist es endlich soweit, Leute. Heute werden wir das Finale der Quidditch-Weltmeisterschaft hier in Harry Potter Quidditch Champions spielen. Und ich bin sehr gespannt, was mich da erwarten wird. Und ja, wir müssen gegen tatsächlich Brasilien antreten. Deutschland gegen Brasilien, das große Finale der Quidditch-Weltmeisterschaft auf der, ich glaube, zweithöchsten Schwierigkeitsstufe, die es in diesem Spiel gibt. Eine höhere kann ich allerdings leider gerade nicht auswählen, weil ich die wohl erst freischalten muss. Und ja, das bringt mich auch eigentlich schon direkt zu meiner nächsten Frage. Soll, sofern ich dieses Spiel hier gewinnen sollte, soll ich dann nochmal ein paar weitere Folgen machen, wo ich das Ganze nochmal auf der höchsten Schwierigkeitsstufe spiele? Oder würdet ihr sagen, nee Daniel, das war nettes, kurzes Let's Play, aber muss jetzt nicht unbedingt sein? Dann lasst mich das auf jeden Fall gerne wissen. Genau, dann werde ich mich dem beugen, fügen, wie auch immer. Ja, aber jetzt gehen wir erstmal hinein ins Spiel, Leute. Quidditch-Weltmeisterschaft, Deutschland gegen Brasilien. Ich hoffe, ihr seid alle so gespannt, wie ich es bin. Wird den Showdown mit Brasilien bei der Weltmeisterschaft verfolgen. Jetzt heißt's Nerven bewahren. Jetzt heißt es Nerven bewahren. Ich bin auf jeden Fall sehr angespannt. Zumindest bin ich jetzt, habe ich nicht so eine lange Pause hinter mir. Die letzte Folge habe ich aufgenommen und da bin ich schon wieder ein bisschen wärmer geworden, was das Spielen anbelangt. Aber die sind alle Level 40 und damit weit höher, als ich es selber bin. Kann also unangenehm werden, aber... Oh, schade. Ich dachte gerade, das wäre ein guter Start. Achso, unser Teamkamerade hat den Ball. Okay, dann pass mal rüber, Kollege. So. Und dann geht's direkt nach vorne. So, und... Wow, der hat doch mal direkt gesessen, Leute, in kürzester Zeit. Dann wollen wir mal hoffen, dass das jetzt hier so weitergeht. Also, wenn ihr mich fragt, ich würde gerne nochmal die ganzen Turniere auf der höchsten Schwierigkeitsstufe durchspielen, weil es ist tatsächlich, muss ich jetzt mal sagen, und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, nicht unbedingt sehr fordernd. Also klar, man kann ja auch mal verlieren und alles, ne? Kann auch ein bisschen schwieriger sein, sind auch teilweise ein bisschen fieser. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass ich sagen würde, yo, das hat jetzt hier meine Schmerzgrenze erreicht, was das Spielerlebnis und die Schwierigkeit dahinter anbelangt. Und das verwundert mich halt sehr, weil normalerweise tue ich mich sehr viel schwieriger bei einigen Spielen. Gerade bei Spielen, die ich als Let's Play verpacken soll, ne? Ihr wisst es, ich sag nur Hogwarts Legacy. Aber da bin ich auch schon dabei oder gewillt, vor Teil 2 auf jeden Fall ein bisschen mehr zu üben. Das habe ich ja auch zum Glück hier bei dem Spiel gemacht. Ich habe ja bevor ich... Ich freue mich nicht mal mehr über ein Tor. Wahnsinn, das ist Quidditch-Weltmeisterschaftsfinale. Und wir haben einfach jetzt hier 20:0 eine schöne kleine Führung aufgebaut. Und da unten liegt ein toter Spieler meiner Gegner? Okay, krass. Weiß nicht, was meine Leute hier gerade veranstalten, aber... Wuppala. Sie sind anscheinend voller Siegeswillen und voller Tatendrang. Ja, genau. Ich habe hier ein bisschen geübt halt, bevor ich dieses Let's Play gestartet habe. Was leider zum Nachteil hatte, dass ich mir das Spiel zweimal kaufen musste, weil man das Spiel nicht zurücksetzen konnte. Ja. Oh, da holen sie doch nochmal ein Tor raus. Ja, war ein bisschen sad, war ein bisschen lost, aber bei Hogwarts Legacy 2 geht es dann hoffentlich wieder. Und ich bin auch mal sehr gespannt. Ich weiß, es ist gerade ein ganz anderes Thema, dass ich hier wieder über Hogwarts Legacy rede, aber mich interessiert halt irgendwie der Gedanke, wird es bei Hogwarts Legacy eigentlich Quidditch geben? Also beim zweiten Teil. Au! Brudi, ich wollte gerade den oben in die Mitte reinknallen. Was soll denn der Scheiß? Na warte, wir spielen den Sucher, Leute. Holen uns jetzt den Schnatz und dann holen wir uns den Sieg. Weil ich werde mir den Schnatz holen. Ich habe meine Sucher so weit aufgelevelt wie nur irgend möglich. Also bis zum jetzigen Zeitpunkt. Ich habe alle Fähigkeitenpunkte in die reingebuttert. Und das soll sich jetzt hoffentlich an dieser Stelle ausbezahlen. So. Ja, eure Idee mit dem einfach nur Schnatz erfolgen, die Ringe nicht so sehr im Fokus behalten, war die beste Idee überhaupt, Leute. Das hat mir so viel gebracht hier. Und ich fange den Schnatz mittlerweile wirklich schnell. Oh, wir haben jetzt den Balken gleich aufgeladen. Aua. Ja, das merkt anscheinend auch schon der gegnerische Sucher. Komm. Nein. Komm, los, 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 hol ihn dir. Los, mach schon, mach schon, mach schon. Ja, ja. Leute, ganz entspannt hier. Ganz entspannt mal eben den Schnatz aus dem Himmel gegrabt. Sehr schön. Vielleicht schaffen wir es. Wisst ihr, wie witzig das wäre? Also witzig im rhetorischen Sinne. Wenn wir im Finale jetzt einfach mit einer 100er, mit einem 100er Spielstand gewinnen.
Nein, das war lächerlich schlecht gespielt. Okay, ich wollte ihn halt schnell in die eine Ecke pfeffern, dass der Hüter nicht so viel Zeit hat, aber das war ja wohl nichts, ne? Das war ja wohl ja nichts. Wo ist der Gegner? Was habe ich denn jetzt für einen Spieler hier ausgewählt? Maximal schlecht. So, machen wir bitte hier keinen... Ah, sehr schön. Also sehr schön von uns. Nicht so schön vom Gegner gemacht, aber das werden wir jetzt mal besser nachmachen. Genau. Los, Leute. Und... wo ist der? Ach, da ist der Hüter. Der war nicht mal in der Nähe. Wie hat er den denn gefangen? Was war denn da los? Der hat sich einfach hintippet. Hintippet. Ja, wahrscheinlich, Daniel. Okay. Ja, den gönne ich ihm. Gönne ich ihm. 50 zu 20, Leute. Das ist in Ordnung. Hier, hinten, hallo. Kannst du mal bitte ganz weit nach vorne passen? Ganz weit. So, und jetzt hier, 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 Leute. Hallo, hallo. Pass bitte, bevor ihr den Ball verliert. Danke. Aha, Mann, das war eigentlich ein geiler Move. Mann, Mann, Mann. Direkt den Ball bekommen, Seitenwechsel und drauf da. Aber der Hüter war leider im Weg und hat mir den abgeluchst, der kleine Schlawiner. Der kleine Frechdachs. Ich spüre hier nichts an einem Quidditch-Weltmeisterschaftsfinale auf höchster Schwierigkeitsstufe. Ehrlich nicht, Leute. Also ganz ehrlich nicht. Ich finde nicht mal... Ich würde sogar so weit gehen, dass ich kaum einen Schwierigkeitsunterschied feststelle zwischen den Schwierigkeiten, die wir bisher alle gezockt haben. Und ich bin ja immer eine Stufe höher gegangen, je nachdem, welchen Pokal ich erreicht habe. Klar, die machen ihre Punkte und alles, aber... Und die kicken mich auch sehr viel häufiger vom Besen, aber ändert halt nichts daran. Rudi, das war mein Ball. Warte mal. Wo ist... Oh, der ist da hinten. Ich dachte, das war einer von meinen Leuten. Ich bleib mal hier vorne und chill mal eben mein Leben, Leute. Um euch mal zu demonstrieren, wie unwichtig meine Beteiligung in diesem Spiel ist. So, ja, und sonst so. Ach, guck mal, da haben wir den Ball schon wieder. Ja, und da haben wir ihn auch wieder verloren. Sehr schön. So, dann bleibe ich hier wieder. Ist ja nun Quidditch-Weltmeisterschaftsfinale. Ich bin hier vorne übrigens, wenn ihr passen wollt. Hallo, hallo, hallo. Wo wolltet ihr den hinpassen? Keine Ahnung, man weiß es nicht so ganz genau. Was war das? Was war das? Wo hast du hingepasst, Spielkollege? Ich spiele jetzt absichtlich schlecht, um mir zu zeigen, dass es doch schwieriger werden kann. Freunde. Ha. Ja, nur noch eine Minute. Ich spiele jetzt den Sucher. Einfach nur aus Prinzip. Um jetzt noch einmal den Schnatz hier einzusacken. Und dann hat sich die Geschichte hier nämlich. Ich will nämlich mit einem 100er Spielstand das Finale gewinnen. Dann kann niemand sagen, dass ich es mir nicht verdient hätte. So. Okay. Nein, warte, scheiße. 50-50. Okay, das war unerwartet. Naja, egal. Ändert nichts daran, dass ich jetzt nochmal einen Ring werfen werde. Oder auch nicht. Ach nee, komm schon. Nein, 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 das wollen wir jetzt hier nicht so machen. Freunde, Freunde. Nein, nein, nein. Macht bitte keinen rein. Macht bitte keinen rein. Macht bitte keinen rein. Nein! Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Das haben die nicht verdient. Das haben die nicht verdient. Das ist nicht fair. Nein, das kann's nicht sein. Oh, die haben ernsthaft hier gewonnen. Im Finale 50-60 gegen Brasilien. Das ist nicht verdient, Leute. Wirklich, 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 wirklich nicht verdient. Ich fürchte, das war's von mir. Wow, was ein trauriges Spiel. Den hätte ich mitnehmen müssen. Definitiv. Sorry, aber ganz ehrlich, das war ganz weird. So, was ist jetzt hier Phase? Wie geht's jetzt hier weiter? Nimbus 1700? Okay, was muss ich denn jetzt hier drücken? Ich weiß nicht genau, keine Ahnung. So, ich drück mal auf zurück. Fortsetzen. Ja, was heißt denn? Ich würde ja gern fortsetzen, aber hier passiert ja nichts. Ja, schön, toll. Und jetzt? Achso, ich kann mir nur die Stats angucken. Und dann wieder zurück. Und dann, ja, gut, wir müssen... ich gehe mal auf Match verlassen, Leute. Was war das denn? Oh, das ist nervig. Einfach im letzten Spiel hier nochmal einen reingewirkt zu bekommen, ist ja bitter, bitter, bitter böse. Wie sieht's jetzt hier eigentlich aus? Kriege ich hier irgendwelche Belohnungen oder so?
Nö, auch nicht. Ich bin jetzt echt... Das hat mich jetzt so frustriert, Leute. Okay. Na gut, wenn wir nichts aufwerten können. Ja, schade. Dann stellt sich die Frage noch gar nicht, ob wir das hier schwieriger machen können, weil wir werden das hier wieder genau nur auf Experte spielen können. Dabei will ich das eigentlich auf Meister spielen. Schließe die Karriereherausforderung, der einzige Weg führt nach oben ab. Karriereherausforderung? Uno momento. Karriereherausforderung. Wo finde ich denn hier die Herausforderungen? Das ist hier die Frage. Karriereherausforderung. Ich weiß es nicht, Leute. Ich denke mal, wir müssen einfach nur gewinnen. Das ist meine Theorie. Wir spielen natürlich wieder Deutschland. Experte. Wunderbar. Und das ignorieren wir jetzt mal, weil das haben wir uns schon angeschaut. Hey, ja, böse. Mann, hey, das ist echt unfair. Ja, ja, Rita, wir wissen's. Also, wirklich. Das ist nicht fair gewesen. Der Hüter hat, der Sucher hat mir den einfach aus der Hand stibitzt. Naja, egal. Dafür habt ihr jetzt nochmal die Möglichkeit, mir zu schreiben, Leute, ob ich es später nochmal auf Meister spielen soll, wenn ich jetzt hier meinem zweiten Versuch den Pokal gewinne. Weil mehr Versuche werde ich nicht akzeptieren. Das war scheiße. Ich muss besser werden beim auf die Torringe zu fliegen. Also klar, ich versuche ja hin und wieder dann die Seiten zu wechseln oder so, aber man muss eigentlich in letzter Sekunde dann die Sicht ändern, um dann in einen anderen Ring zu werfen, als man vorgibt am Anfang zu werfen. Wisst ihr, wie ich meine? Genau. So, Pass. Vorne. So, und jetzt Sprinti, Sprinti. Sprinti, Sprinti. Los geht's. Und aufladen. Oder man macht es einfach so, man lädt ihn schon vorzeitig auf. Ich glaube, das wäre auch nicht so verkehrt. Und ändert ihn dann einfach mit aufgeladenem Ball. Weil das ist, glaube ich, das, was ich immer falsch mache. Wurde mir auch schon ein paar Mal in die Kommentare geschrieben, dass ich schlicht und ergreifend einfach den Ball nicht schnell genug auflade. Oder nicht früh genug, besser gesagt. Und ihn meistens erst auflade, wenn ich schon dabei bin, auf das Tor zu sprinten. Das war maximal lost. Wo ist der Ball? Da ist der Ball. Nach vorne geht's. Und was macht der Kollege hier? Was ist seine Mission? Das fragen sich hier alle im Stadion. Ach, das war seine Mission. Ein Torring zu werfen. Tor oder Ring oder was auch immer. Ich habe die korrekte Beschreibung immer noch nicht drin, Leute. Egal. So, hier bitte einmal passen. Einmal bitte nach vorne, lieber Spielkollege. Hallo. Bitte einmal richtig passen. Ich wäre ultra dankbar dafür. So, erstmal wir passen natürlich korrekt nach vorne. So, und dann aufladen. Und rein damit, würde ich sagen. Ich glaube, jetzt habe ich es. Jetzt werden wir hier rasieren, Leute. Jetzt werden wir hier rasieren, aber sowas von. Sobald der Schnatz reinkommt. Au, der war nicht schlecht. Da konnte ich nicht wirklich gut ausweichen. Boah, der war gut. Der war gut. Wow, der ging noch rein. Ich habe nicht mal gesehen. Habe ich den reingeworfen? Doch, ich habe den reingeworfen, oder? Habe ich jetzt nicht... Ich hab nicht mehr... Ich dachte, ich hätte den nicht mal losgeschickt. So, schnell durch die blauen Ringe, damit wir den einfangen können, den Dude. Ah, okay. Können wir schon den Sucher... Oh, wir können den Sucher schon spielen. Na, wenn das so ist, dann wollen wir hier natürlich keine Zeit verlieren. Und holen uns jetzt hier mal den Schnatz. So, jetzt ein paar Ringe hier. Genau. Zum Sprinti, Sprinti machen. Ja. Leute, easy. Den holen wir uns. Komm. Macht auch gar keinen Sinn, durch alle Ringe zu fliegen, weil man ist teilweise schon komplett aufgeladen. Warum soll man sich dann noch mehr aufladen? Ne? Macht gar keinen Sinn. So. Komm, sprinten. Nein. Mein Finger tut vom lauter Draufdrücken voll weh. Ja, ja, die Jugend von heute, Leute. Immer verweichlichter. Hä? Nein! Ach komm, nicht schon wieder dieser Kack-Move. Ich hasse das. Ich hasse das, wenn in letzter Sekunde mir der gegnerische Sucher den Schnatz vor den Füßen fängt. Vor allem vor den Füßen. Ja, ja, genau. Ja, wird doch nochmal spannender hier als gedacht. Verdammt. Ja, vielleicht habe ich es doch wieder ein bisschen unterschätzt hier. Aber wenn wir jetzt... Au! Wenn wir jetzt hier verlieren, wäre es ja noch nicht tragisch. Also noch nicht so tragisch. Ja, die machen den jetzt rein. Richtig? Nö, machen die nicht. Alles klar, gut. Dann wollen wir den Ball mal wieder anfordern. Bitte einmal richtig hier nach vorne passen, liebe Freunde.
Danke. Was war das denn? Danke. Nein! Der Dude kam einfach um die Ecke und hat mir den abgenommen. Der spinnt ja wohl. Boah, egal, ich habe dir nur eine reingedrückt. Schöne Schelle an den Hinterkopf. So, ab nach vorne. Los, Leute. Was war das denn schon wieder? Richtig, maximal scheiße war das. Es tut mir leid, Leute. Ich weiß nicht, wo da mein Finger hin wollte, auf den Steuerknüppel. Aber wie gesagt, ich habe leichte Steuerknüppel... Daumenkrämpfe entwickelt, ne? Mit Controller spiele ich ja jetzt hier, dieses Let's Play. Gerüchte besagen, dass ich mich deshalb nicht ganz so dämlich anstelle wie normalerweise. Aber ich weiß nicht, ob diese Gerüchte stimmen. Ne, Sucher werden wir, Hüter werden wir immer noch nicht spielen. So weit kommt's noch. Ja, toll, jetzt müssen wir den Schnatz zangen. Das ist ein Zustand, den ich nicht so ganz geil finde. Hallo? Hä? Was war das denn? Egal. Sucher, Leute. Jetzt geht's um alles oder nichts. Wo ist der Kackschnatz? Schnatzi. Da ist der. Oh, nee. Jetzt müssen wir mehr als den Schnatz sagen. Ja, das ist natürlich super. Hä, wir werden das erste Spiel einfach verlieren. Was habe ich denn die ganze Zeit gemacht? Ja, okay. Es sei denn, mein Team kriegt's ohne mich gebacken, jetzt mal hier was zu schaffen. Wäre ich wirklich sehr dankbar. Dann hängt es nicht immer von mir ab. Bis da. Ja, aber das läuft. Hä? Wo ist der Schnatz? Ja, eine Minute. Team, könnt ihr bitte einen Ring werfen? Wird echt eng. Und er fliegt durch den Danke, genau so. Was für ein Feind. Schön, schön. Gerade nochmal so zurückgeholt, Leute. Wir haben noch genug Zeit, hier den Ausgleich zu machen. Die Führung zu holen, meine ich. Ausgleich haben wir gerade gemacht. Das war... Also wirklich. Was mache ich denn hier mit dem Quaffel die ganze Zeit? Leute, wo seid ihr? Ihr könnt ruhig auch zurückpassen. Tut euch nicht. Tut euch keinen Zwang an. So, schön. Und jetzt müssen wir einfach nur den Sieg über die Zeit holen. Der Schnatz kann uns nicht mehr gefährlich werden. Der kommt nicht mehr früh genug zurück, dass der noch gefangen werden könnte. Das heißt, wir müssen eigentlich nur auf die gegnerischen Jäger... Ach, das war eigentlich gut. Aber wieso habe ich den nicht? Wo ist der? Balliball? Klatscherlall? Wo bist du? Komm her. Ja! Oh mein Gott, der wurde erwischt. Und die Zeit... Ach komm, ich lege meinen Controller weg. Wir haben es geschafft, Leute. Erstes Spiel, mega knapp, aber wir haben es rumgerissen. In allerletzter Sekunde mit einem Schnatzzang und noch einem Treffer unsererseits. War nicht schlecht. Puh, okay. Ja, aber daran sieht man mal wieder, man darf sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Und Erster sind wir trotzdem nicht. Frankreich ist noch direkt über uns. Naja, gut. Wird wahrscheinlich... Ah, okay, erstmal gegen Schweden, das leichtere Team in dieser Gruppe. Naja, warten wir es mal ab, Leute. Ich hoffe, beim zweiten Versuch hier bei der Quidditch-Weltmeisterschaft werde ich erfolgreicher sein. Ob dem so ist, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Da versuche ich es nämlich dann ein zweites Mal hier in der Quidditch-Weltmeisterschaft auf Schwierigkeitsstufe Experte. Ja, und drückt mir mal die Daumen, dass das funktioniert. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne ein Abo auf meinem Logo an der Seite und dann sehen wir uns bei der... nächsten Folge. Tüdelü.